Also doch, die Fed fängt jetzt an zu blinzeln, wird nervös. Die Inflation, die man so lange kleingeredet hat, die kann man jetzt nicht mehr kleinreden. Das haben die Aussagen von diesem jungen Mann heute gezeigt. Das ist Mr. Williams, der Chef der New Yorker Fed. Die New Yorker Fed ist ja eine besondere Fed, die darf immer abstimmen oder ihr Chef darf bei jeder Fed-Sitzung abstimmen. Die haben ganz zentrale Funktionen innerhalb dieser Organisation Federal Reserve. Und der Williams hat heute gesagt, wir sehen eine broader-based Inflation, also eine breiter gefächerte Inflation. Selbst wenn man die Basiseffekte mal rausrechnen würde, sehen wir ein Pickup in underlying inflation in the US. Das ist eine sehr, sehr stark hawkische Wende von Williams. Und das ist eine klare Absage an das, was Jerome Powell immer mit transitory gemeint hat. Das ist jetzt überhaupt kein transitory-Sprech mehr, sondern das ist das klare Anzeichen, dass die Fed nervöser wird. James Bullard, der St. Louis Fed-Chef, der allerdings derzeit nicht wahlberechtigt ist, der hat ja schon gesagt, die nächsten Fed-Sitzungen, die werden einen hawkischen Tilt bekommen. Die werden also deutlich hawkischer werden. Das hat John Williams jetzt klar bestätigt. Die Märkte erstmal ein bisschen gezuckt, aber dann haben sie sich gesagt, ja, das geht uns nichts an, die US-Indizes vor dem morgigen kleinen Verfall, dazu gleich mehr, ziemlich gemixt. Schauen wir uns noch mal an, wo dieser Mr. Williams steht von der New Yorker Fed. Da gibt es ja so eine Skala von dovish bis hawkish, Brainard, Powell, Williams, die sind ungefähr auf einer Linie, also ziemlich taubenhafte Vertreter dieser Zunft. Dementsprechend ist das schon eine gewichtige Aussage, nicht nur, weil sie vom Fed-Chef der New Yorker Fed kommt, sondern weil sie eben auch von einer eher dovischen Figur innerhalb der Fed kommt. Das lässt doch relativ tief blicken. Und man hat alle Gründe dafür. Das hat zum Beispiel heute der Philadelphia Fed Index gezeigt. Da heißt es, die Preise sind gestiegen, praktisch auf ein 42-Jahreshoch. Die Prices mit 80,0, über 82% der befragten Firmen berichten, dass die Inputpreise gestiegen sind, nur 2% berichten, dass die Preise gefallen wären. Und vor allem die Current Prices Received, also die Preise, die man erzielen kann am Markt für die einzelnen Firmen, die sind jetzt auf einem Stand wie seit 1974 nicht mehr. Und manche sagen ja, das wird vorbeigehen, weil diese ganze Lieferketten-Thematik vorbeigehen wird. Ich habe hier mal ein paar Dinge zusammengetragen. Zunächst nochmal der Fed-Chef Paul jetzt eben wird sich unterhalten müssen mit demokratischen Senatoren, die beunruhigt sind eben über diese Soaring Inflation. Das ist ja ein top-politisches Thema jetzt, diese Inflation und deren Bekämpfung. Deswegen schießt Präsident Biden gegen die OPEC, sagt ja, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr einfach die Produktion nicht anhebt, dann werde ich mal mit China sprechen, mit Japan, mit Südkorea, ob wir unsere strategischen Reserven freigeben. Aber das ist eigentlich kein Zeichen der Stärke, denn irgendwann musst du diese strategischen Ölreserven wieder auffüllen. Und das ist eher ein Zeichen der Schwäche. Deswegen ist die Frage, wie dieser Ölpreisrückgang, den wir jetzt gesehen haben, wie nachhaltig der ist. Aber wie gesagt, Paul muss sich jetzt rechtfertigen. Das zeigt, dass da richtig Druck auf dem Kessel ist. Und das, was ich jetzt vorhin angesprochen habe, wird diese ganze Lieferkettenproblematik vorbeigehen. Vorgestern Abend gab es hier in Hamburg ein Treffen, eine Podiumsveranstaltung mit der Chefin des Hamburger Hafens, mit dem Chef von Hapag-Lloyd, dieser Reederei, und einer Dame von Daimler, die für Beschaffung zuständig ist. Und die sagen, 2022 wird nicht viel besser. Wir werden nicht mehr irgendwelche Schiffspreise sehen, wie zum Beispiel im Jahr 2019. Diese Zeit sei vorbei. Das große Problem sind nicht mehr die fehlenden Container. Die hat man jetzt. Man hat bald auch wieder die Schiffe. Das Problem sind die Häfen, die als Nadelöhr fungieren. Und das ist schwierig zu ändern, weil da muss ich die Infrastruktur innerhalb eines Hafens ändern. Das dauert lange Zeit. Das große Nadelöhr offenkundig derzeit laut Aussagen dieser Herrschaften. Die USA, etwa die Häfen vor Los Angeles, da brennt es richtig, weil da einfach so viele Schiffe warten. Und was jetzt noch dazu kommt, ist eben dieses China First, was wir jetzt sehen. Ein großer chinesischer Chipmaker hat jetzt gewarnt, dass man etwa japanische Kunden bald vielleicht nicht mehr bedienen kann, weil man das eigene Land sozusagen im Fokus haben müsse. Man möchte selbst die technische Supply Chain, die Lieferkette beherrschen, möchte da unabhängig sein seitens der Chinesen. Die Chinesen sind ja nach Taiwan die wichtigsten Chiphersteller.
können teilweise nicht diese super Top-Chips herstellen wie die Taiwanesen, aber sie sind in der Breite ein wichtiger Hersteller. Also dieses China First, was von Xi Jinping jetzt praktisch gefordert und durchgesetzt wird, das spielt jetzt eine Rolle und wird sicherlich nicht gerade deflationär wirken. Kommen wir zu den Märkten. Wie gesagt, heute sind wir mal ein bisschen zurückgesetzt, etwa beim S&P 500, alles jetzt nicht in großen Dimensionen, aber hier hat Herr Job ja mal gezeigt, dass wir hier so ein Ascending Triangle haben, also ein aufsteigendes Dreieck, das muss halten, das muss sich nach oben auflösen, dann hat der Leitindex dieser Welt eine gute Chance weiter zu steigen. Aber diese Zeit jetzt um den Verfall ist eine interessante, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt Aktien oder Firmen, die praktisch viele Buybacks machen, viele Aktienrückkäufe machen, dass die besser performt haben als jene Firmen, die eben investieren, die also in ihre Zukunft investieren. Das zeigt so ein bisschen diese Perversion. Die Investoren, die lieben es, wenn die Firmen die eigenen Aktien wegkaufen, weil dann tendenziell eben weniger Aktien am Markt sind, was den Wert der einzelnen Aktie tendenziell steigert. Aber letztendlich, naja, macht es die Firma dann dadurch wertvoller, weil eine Firma ihre eigenen Aktien kauft? Ich würde sagen, nein, mein Kollege Wolfgang Müller hat heute darüber einen Artikel geschrieben. Aktienrückkäufe, wird die Politik das Financial Engineering einbremsen? Die US-Demokraten wollen das und könnten ein bisschen Druck machen in diese Richtung. Wir sehen insgesamt, dass die Junk Bond Yields, also die Renditen für Hochrisikoanleihen in den USA, deutlich steigen. Das ist ungewöhnlich angesichts eines weiter steigenden Aktienmarktes. Da macht man sich also ein bisschen Sorgen. Und für Nervosität sorgt auch das, was Manchin, dieser in Anführungszeichen moderate Demokrat, gesagt hat, also eher auf dem rechten Rand befindliche Demokrat, der gesagt hat, ja, ich weiß noch nicht, ob ich hier für das Build Back Better Programm von Joe Biden stimmen werde. Das ist ja jetzt im Abgeordnetenhaus durchgewunken, aber es muss auch durch den Senat. Und wenn hier Manchin nicht zustimmt, dann kommt es nicht durch den Senat. So wie es aussieht, dann wird das eine schwierige Geschichte. Jetzt nochmal zu diesen Optionen. Morgen, wie gesagt, kleiner Verfall. Man sieht das immer um den 19. rum, also dann, wenn eben der Verfall ist. Morgen ist ja der 19., wenn ich das richtig sehe, dass da Nervosität am Markt ist, dass da auch durchaus mal ein Rücksetzer passiert. Wir sehen jetzt, dass die Anzahl der Optionen, die morgen auslaufen, bei 95,5 Millionen ist. Das ist nur ein ganz, ganz klein bisschen weniger als im Juli, als wir einen Allzeithoch erreicht hatten bei den auslaufenden Optionen. Diese Optionen, ich sage es immer wieder, werden immer wichtiger, um zu verstehen, was an den Märkten passiert. Diese Zone um 4.700 ist beim S&P 500 hier eine wichtige Marke. Kommen wir kurz nochmal nach China. S&P 500, die Ratingagentur, nicht 500, sondern S&P, die Ratingagentur hat jetzt gesagt, also wir glauben, dass eine Pleite von Evergrande sehr, sehr wahrscheinlich ist. Da kommen ja die großen Zahlungen, die das Unternehmen leisten muss, jetzt erst Februar, März in dieser Zone. Dann geht es immer weiter nach oben. Und ein Analyst hat hier geschrieben, also praktisch Schulden verkaufen und Aktien verkaufen, um Maturing Debt zu bedienen, also um jetzt Schulden zu bedienen, die fällig werden. Dafür dann extrem hohe Kapitalkosten in Kauf zu nehmen, ist eine ziemlich riskante Strategie. Dem kann man nur zustimmen. Riskant auch das, was die türkische Zentralbank unter Anweisung offenkundig von Erdogan macht. Man hat, wie fast erwartet, den Leitzins jetzt von 16% auf 15% gesenkt bei einer Inflation, die 20% beträgt. Jetzt türkische Lira oder Dollar-türkische Lira auf 11 abgestürzt. Das sind, glaube ich, 16-17% in den letzten 8 Handelstagen. Jeden Tag durchschnittlich 2-3% oder 2% die türkische Lira im freien Fall. Das wird noch eine spannende Geschichte. Das riecht nach einer Pleite der türkischen Zentralbank. Auch Zentralbanken können pleite gehen, wenn ihre Währung nicht mehr geglaubt wird. Technisch können sie nicht pleite gehen, weil sie natürlich immer die eigene Währung drucken können. Aber wenn keiner diese Währung haben will, dann sind sie de facto pleite. Aber kommen wir jetzt abschließend, meine Damen und Herren, noch zum Sektor Energie. Wir sehen sky high electricity prices in Europe, speziell Frankreich, Spanien. Hier werden massive Preise bezahlt, etwa für die Megawattstunde in Spanien über 200, in Frankreich über 200, in Deutschland geht es noch mit 131, Italien 243,
Das sind Extrempreise, die haben wir so noch nie gesehen. Auch das ist überhaupt nicht inflationär und schon gar nicht vorübergehend inflationär, meine Damen und Herren. Wir sehen hier mal den Schock, den wir jetzt allein im Oktober gesehen haben, diesen Energiepreisschock. Das ist der größte Schock seit 2008. Da hat der Internationale Währungsfonds mir hier einen Index erstellt, der aus Brentöl, WTI-Öl und Dubai-Öl besteht, dazu aus Natural Gas, Henry Hub, das ist das amerikanische, TTF, das ist das europäische, und Asia LNG, das ist asiatisches Flüssiggas, dazu Kohle aus Australien und Südafrika und Propan. Gas, und wir sehen, wie das nach oben geschossen ist. Also hier ist der Kacke am Dampfen, könnte man sagen. Putin hat sich heute jetzt zur EU geäußert und gesagt, ja, die schieben uns weiter weg, die drücken uns raus und die wollen einen Keil treiben zwischen uns und China. Und das ist derzeit sicherlich schwer möglich, denn die sind ziemlich eng, die beiden Länder. Und all das kommt jetzt in einer Situation, wo für nächste Woche Schneefall angekündigt ist, bis ins Flachland, meine Damen und Herren. Ich weiß ja, dass Sie meine Videos gucken, um immer auf dem aktuellsten Stand der Wetterlage zu sein, aber das wird natürlich auch dann die Preise sicherlich nicht verringern, kann man sagen. Und abschließend noch ein Schmankerl, meine Damen und Herren, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das ist praktisch die Notenbank der Notenbanken, hat heute sich für Gender Diversity eingesetzt und hat gesagt, ja, also man kann zeigen, dass wenn die Anzahl von Frauen als Manager in einer Firma um 1% steigt, dann der CO2-Ausstoß dieser Firma um 0,5% sinkt. Na, das ist eine interessante Perspektive. Also die Lösung unserer Klimaprobleme wäre, dass wir alle männlichen Manager entlassen. Vielleicht haben die ja größere Flatulenz oder so. Sie wissen ja, dass gerade die Flatulenz etwa von Kühen in Sachen Methan durchaus ein CO2-Faktor ist. Also muss ich mal drüber nachdenken, über diese interessante These. Das ist immerhin die Notenbank der Notenbanken. Und wenn die was sagt, dann ist das nicht vorübergehend, dann ist das nicht transitory, sondern dann ist das Gesetz, meine Damen und Herren. Und jetzt abschließend noch ein Hinweis. 18:30 heute, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen, damit Sascha Huber über Kryptowährungen, Spekulationsblase oder doch eine Alternative für das bestehende Geldsystem, für die Geldordnung. Da werde ich Ihnen den Live-Link ab 18:30 ist das heute absolutes Muss, meine Damen und Herren. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Und ich weise ein allerletztes Mal, dann lasse ich Sie in Ruhe, auf das morgige Event hin, wo unter anderem Christian Rieck, Blocktrainer, und ich auftreten werde. Ich hatte mehrfach schon gesagt, dass ich da so ein bisschen meine Arbeitsweise zeige. Was sind meine hauptsächlichen Informationsquellen? Da habe ich eine Auswahl getroffen und die werde ich darstellen. Da können Sie sich anmelden. Und selbst wenn Sie morgen keine Zeit haben, eben dann bekommen Sie einen Link auf Ihr Handy, respektive bekommen eine SMS, die Sie dann bestätigen müssen, dann bekommen Sie einen Link und dann können Sie das auch am Wochenende anschauen oder wann auch immer. Ich habe das schon mehrfach gesagt, ich wiederhole mich da, aber einfach, um das nochmal zu erklären. Also heute Abend Boom und Bust, Live-Link unter dem Video, und letzte Chance nutzen, heute Abend noch zur Anmeldung ab 7.45 Uhr, glaube ich, sind da die Tore geschlossen, soweit ich weiß. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste, wir sehen uns gleich bei Boom und Bust. Servus.